Barbie war gerade dabei, im Studio eine Szene für ihren neuen Musicalfilm Die Prinzessin auf der Erbse zu drehen. Alles lief auch ganz gut. Und das hier ist das Schlafzimmer, das ich eigens für dich extra habe vorbereiten lassen. Danke, dass ich heute Nacht bei euch Unterschlupf finde. Ihr seid sehr freundlich. Was? Das ist ja ein riesiges Himmelbett. Aber natürlich, meine Gute. Für eine Prinzessin gehört sich doch nur das Beste, oder? Nur ob du eine Prinzessin bist, wird sich erst herausstellen. Herbei, herbei, ihr Erbsen! Dann hatten die Tänzer und Sänger ihren Auftritt. Als riesige grüne Erbsen, die wie Zombies aussahen, tanzten sie auf das Bett zu, auf dem Barbie inzwischen lag. Du schläfst ein und säufst doch aus. Wir schon stürmen dein Gemach. Prinzessin Falsche, wir fressen dich. Zombie-Erbsen, wir sind fürchterlich. Ich hab Hunger, sei fein still. Du bist alles, was ich will. Wir sind zwar rund, können uns kaum strecken. Verbreiten im Nu aber schlimmen Schrecken. Wir sind stylisch, wir sind rund. Schieben uns alles in den Mund. Toller Song. Zombie-Erbsen singen uns in eure Herzen. Erbsen fertig. Zombie-Erbsen? Grace? Ich würde sagen, da flippt gleich jemand aus. Und damit sollte Grace auch recht behalten. Denn von Zombie-Erbsen stand ja auch nichts im Drehbuch. Barbie unterbrach die Aufnahme, was dem Regisseur überhaupt nicht gefiel. Stopp das rein! Endlich danke! Erbsenklappe halten! Gibt es einen Grund, wieso du die Dreharbeiten unterbrichst? Einen Grund? Ja, irgendwie schon. Die Zombie-Erbsen. Habe ich die Stelle im Drehbuch vielleicht überlesen? Überlesen? Nein. Die sind brandneu. Ein Knaller, den ich hinzugefügt habe. Oh, oder sollte ich sagen Knallererbsen? Der war gut. Twitter das und stell's in meinen Blog. Abgefahren. Wirklich. Knallererbsen. Ganz toll. Aber findest du, sie passen so richtig in die Story rein, Todd? Wen interessiert das? Zombies sind hip. Soll's cool werden, geht das nicht ohne Zombies. Spencer, her mit den Zombie-Google-Trends. Zombies auf Platz 1. Du bist ein Macher, Todd. Habt ihr das gehört? Zombies auf Platz 1. Deshalb bleiben sie drin. So, alles auf Anfang, Leute. Das wird jetzt ein Kopierer. Das habe ich im Gefühl. Warte. Nur eine klitzekleine Sekunde, bitte. Todd, deine Vision ist so einzigartig und, naja, sie ist einzigartig. Aber ich finde, die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse besticht durch ihre Einfachheit. Die Prinzessin bleibt sich selbst treu, auch wenn es schwer ist und alle anderen an ihr zweifeln. Und wenn die Szene jetzt zu, ach, ich weiß auch nicht... einzigartig wird? Ganz genau, Todd. Wir müssen aufpassen, dass die total coole Geschichte nicht...
in den Hintergrund rückt. Oder was meinst du, Todd? Weißt du diese Schnappbewegung, die du da gerade mit deinem Mund gemacht hast? Du meinst meine freie Meinungsäußerung? Ja, genau das. Das machst du jetzt nicht mehr. Die Schauspielkollegin, die die böse Königin spielte, unterstützte Barbies Ansicht. Ich denke, Barbie hat absolut recht. Ich wünschte nur, sie würde bei diesem Film Regie führen. Was? Wie war das bitte? Ist es das, was du vorhast? Hä? Bist du etwas scharf auf meinen Job? Nein, Todd, nein! Ich dachte nur, wir zwei, wir könnten uns austauschen. Zwei leidenschaftliche Künstler, die gemeinsam daran arbeiten, etwas Unglaubliches zu schaffen, das sie lieben. Ah, ach so, klar. Ich habe auch schon eine Antwort drauf. Verschwinde vom Set. Oh, okay, cool. Wenn du willst, reden wir in der Kantine weiter oder im Café oder vielleicht... Mhm. Nein, ich meine nicht wir, sondern du verschwindest vom Set. Du bist gefeuert! Ich bin gefeuert? Barbie ging niedergeschlagen in die Garderobe, um ihre Sachen zu packen. Theresa und Grace begleiteten sie. Vielleicht hättest du deine Klappe wegen der Zombie-Erbsen halten sollen. Hallo, künstlerische Integrität? Ich kann's immer noch nicht glauben, dass ich gefeuert wurde. Ich bin noch nie gefeuert worden. Barbies Pudel stimmte dazu. Dann klingelte ihr Handy. Niki war dran. Hey, Niki. Oh nein, woher weißt du das? Danke, Nick, wiederhören. Barbie ging zu ihrem Notebook und surfte im Internet. Was gibt's? Spencer hat alles über meinen Rauswurf ins Internet gestellt. Es steht auf allen Klatschseiten. Oh. Hör mal, man darf sowieso nicht glauben, was da im Internet steht. Jeder weiß doch, das Internet wird kontrolliert von geheimen Untergrundverstand-Kontrollexperten. Was denn? Habe ich in Übersinnliches und Co. gelesen? Es ist die Wahrheit. Hört euch die Kommentare an. Ich konnte die nie leiden. Fantastische Neuigkeiten. War doch klar, dass die eine Diva wird. Mädels, glauben die Leute das wirklich über mich? Nein, das ist alles nur neidisches Gequatsche. Ignorier's einfach. Und wie? Diese Menschen freuen sich, dass ich gefeuert wurde. Und es sind so wahnsinnig viele. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich das mit der Schauspielerei sein lassen, wenn mich sowieso keiner sehen will. Hey, jetzt hör aber auf mit dem Quatsch. Genau. Die Meinung von denen kann dir doch völlig egal sein. Ach ja? Wie würdest du dich fühlen, Grace, wenn man dich auf dem Fußballfeld ausbuht? Und stell dir vor, Theresa, jemand kauft deine Törtchen und übergibt sich anschließend. Würdest du weiterbacken? Das ist ganz vielen beim Verzehr meiner Tofu-Jalapeno-Törtchen passiert. Die habe ich nicht mehr gemacht. Seht ihr? Okay, mag sein, nur... Und wieder klingelte Barbies Handy. Hallo? Wir müssen reden. Ken! Oh, ich freue mich ja so sehr, dass du anrufst. Es läuft nicht mehr so gut zwischen uns und das weißt du. Übrigens schon seit längerem nicht mehr. Was? Ken, komm schon. Ich werde mit dir Schluss machen. Jetzt sofort. Ken, das ist... doch nicht dein Ernst. Was redest du denn da? Es ist aus. Du bist doch schlau. Also vergiss mich. Ken, warte, ich verstehe das nicht. Ich glaub's nicht, Ken hat mit mir Schluss gemacht. Nein. Eben gerade? Am Telefon? Welcher Kerl macht denn sowas? Nur einer, der offensichtlich nichts für mich empfunden hat. Das ist doch so gar nicht Kens Art. Es sei denn, er wurde von Außerirdischen entführt und die haben sich seines Körpers bemächtigt. Was denn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt rief Barbie Ken an. Hier ist Ken. Nachrichten nach dem Piep. Es geht nur seine Voicemail ran. Vielleicht hast du ja irgendwas falsch verstanden. Wiederhol noch mal, was er gesagt hat. Er sagte, ich mach mit dir Schluss und du bist doch schlau, also vergiss mich. Könnte es nicht sein, dass er eine Fremdsprache gelernt hat und da bedeutet das, ich liebe dich? Jetzt reicht's. Was hast du vor? Ich entferne ihn. Bei deinen Kontakten, in deinem E-Mail-Adressbuch, bei Twitter, überall, hörst du? So macht man einfach mit niemandem Schluss. Und wenn ich damit fertig bin, bringt Theresa und ich dich weg. Weg von diesem Set, irgendwo hin, wo du dein Selbstbewusstsein wiederkriegst. Wie wär's nach Hawaii? Ich dachte eher, wir fahren nach Melrose für eine Mani- und Pediküre mit anschließendem Frappuccino. Nein, Theresa hat recht. Wenn ich schon weggehe, dann sollte ich richtig weggehen. Weit weg. Zum Beispiel zu Millicent.
Ist das ein Laden auf Hawaii? Nein, ich meine meine Tante Millicent. Sie hat mir diese Blumen geschickt. Sie ist Modedesignerin in Paris und hat ein riesiges eigenes Fashionhaus. Oh, was habe ich die Ferien bei ihr geliebt. Die Leute gingen ein und aus, alles war voller Energie und die vielen Stoffe und Kleider und Tante Millicent immer mittendrin. Ein Wirbelwind, um den sich alles gedreht hat. Oh, ich wollte so tough werden wie sie, wenn ich groß bin. Ich werde meine Tante Millicent besuchen. Das finde ich voll krass. Und wann? Ich fliege noch heute. Ich verbringe die letzten Wochen der Sommerferien bei ihr. Ich brauche Ken nicht. Ich brauche bloß ein Flugticket. Kommst du mit nach Paris, meine Süße? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, Lulu. Ich sage Ulala. Barbie flog also gleich am nächsten Tag nach Paris, um ihre Tante zu besuchen. Als sie in Paris landete, saß ihr Freund Ken mit Raquel, einer jungen, angehenden Schauspielerin, in einem Café. Ken, wenn du telefonierst, kannst du mit mir nicht nochmal den Text durchgehen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich kann Barbie nicht erreichen. Ich bin sicher, dass alles in Ordnung ist. Ich habe seit gestern nichts mehr von ihr gehört. Das ergibt einfach keinen Sinn. Barbie hat doch so viel um die Ohren. Sie ruft schon an, wenn sie Zeit hat. In der Zwischenzeit... Na schön, aber musst du das schon wieder aufnehmen? Ich bin kein Schauspieler. Vermutlich höre ich mich wie ein Volltrottel an. Du hörst dich total süß an und mir hilft die Aufnahme. So kann ich nämlich meinen Text üben, auch wenn du gar nicht bei mir bist. Von mir aus. Aber ich warne dich, Raquel. Wehe, ich höre das irgendwann in der Schule über Lautsprecher. Keine Sorge, Hand aufs Herz. In diesem Moment kamen auch Theresa und Grace ins Café. Und natürlich entdeckten sie die beiden auch gleich. Oh, nicht doch. Jetzt sag mir nicht, dieser Typ hat Barbie für Raquel sitzen lassen. Grace stürmte wütend zu dem Tisch, an dem die beiden saßen. Sag mal, verarschst du uns? Grace! Theresa! Wo ist Barbie? Wieso willst du das denn wissen? Na, ich kann sie nicht erreichen. Ich habe angerufen, eine SMS geschickt, eine E-Mail. Sie antwortet auf gar nichts. Geht's ihr gut? Es sind die Außerirdischen, hab ich recht? Theresa packte Kens Kopf und brüllte ihm ins Ohr. Hey! Ja, du da drin! Lass Kens Geist wieder frei! Hast du mich gehört? Barbie geht es gut. Sie will nun nichts mehr mit dem Idioten zu tun haben, der im Telefon mit dir Schluss gemacht hat. Schluss gemacht? Wovon redest du überhaupt? Ich würde doch nie im Leben mit Barbie Schluss machen. Leute, macht's gut. Ich muss leider ganz schnell weg. Tu doch nicht so, als wärst du blöd oder so. Wir wissen, was du gesagt hast. Ich mach Schluss. Du bist doch schlau, also vergiss mich. Warte, was? Plötzlich ging Ken ein Licht auf. Er stellte sich Raquel in den Weg, die gerade das Café verlassen wollte. Raquel, das sind doch die Worte, die ich gestern für dich vorlesen musste. Ach so, ja. Was für ein Zufall, Ken. Und du hast alles aufgenommen. Du hast doch nicht etwa die Aufnahmen Barbie am Telefon vorgespielt, oder? Wenn du willst, verrate ich dir das natürlich. Soll ich wirklich? Raquel? Es sollte ein Witz sein. Mir war nicht klar, dass sie das glauben würde. Also, wenn du mich fragst, wirkt das so, als hätte sie Zweifel an eurer Beziehung. Wo ist Barbie denn? Ich muss sofort zu ihr. Sie ist sozusagen in Paris. Paris? Paris in Frankreich? Ich verstehe es nicht. Was macht sie denn in Paris? Das ist eine lange Geschichte. Was soll's? Gib mir dein Handy, Theresa. Ich muss mit dir reden. Nein, ein Anruf reicht nicht. Barbie musste zu viele Niederlagen einstecken. Weißt du, was sie braucht, damit alles wieder gut wird? Eine große romantische Aktion. Ruf sie nicht an, sondern flieg zu ihr nach Paris. Du beweist Barbie, wie sehr du sie liebst, indem du bei Tante Millicent auftauchst. Ja! Oh, das ist so romantisch! Das wird sie umhauen! Ja, das glaube ich auch. Eine wirklich gute Idee. Eine große romantische Aktion. Ich bin schon weg. Ich buche den nächsten Flug nach Paris. Barbie war inzwischen mitten in der Pariser City und suchte das Fashionhaus ihrer Tante. Als sie an einem schicken Modegeschäft vorbeikam, wurde sie von der Inhaberin angesprochen. Mademoiselle, bonjour. Oh, bonjour. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie einfach anspreche, aber ich musste es tun. Ihr Modegeschmack ist formidable. Oh, was für ein nettes Kompliment. Dankeschön. Ich bin Jacqueline von Jacquelines Fashion House. Wussi! Oh, Sie sind Designerin. Dann kennen Sie bestimmt das Fashion House Millicent. Millicent? Jacqueline und eine ihrer Verkäuferinnen brachen in schallendes Gelächter aus. Was war denn daran so witzig?
Jacqueline hat Millicents ruiniert. Du alte Schmeichlerin, aber sie sagt die Wahrheit. Millicent konnte mit meiner Genialität nicht Schritt halten. Überzeugen Sie sich selbst und danach kommen Sie ganz entspannt zu mir. Komm, Delphine. Das Fashionhaus von Tante Millicent lag direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Diese Jacqueline weiß ja nicht, wovon sie da redet. Tante Millicent hätte mir ganz bestimmt Bescheid gesagt, wenn sie pleite gegangen wäre. Aber als Barbie das Geschäft betrat, war es so gut wie ausgeräumt. Nur ein paar alte Kleiderständer und Dekopuppen standen verstreut herum. Tante Millicent! Hallo! Plötzlich kam jemand auf Rollschuhen auf Barbie zugerast. Es war Tante Millicent. Barbie! Tante Millicent! Oh, wie mache ich mich, Barbie? Ich bin eine Eisprinzessin auf Rollschuhen. Tada! Ein junges, unscheinbares Mädchen kam vom Obergeschoss die Treppe herunter. Tante Millicent machte sie mit Barbie bekannt. Marie Alicia, das ist meine Nichte Barbie. Ich hab dir doch von ihr erzählt. Oh, und wenn sie da ist, wird es nie mehr langweilig. Barbie, das ist Marie Alicia, aber wir nennen sie nur Alice. Freut mich, dich kennenzulernen, Barbie. Ich freue mich auch, Alice. Also wieso hast du diese quietsch-pinkfarbenen Rollerskates an? Was? Ach, die hier. Ach, das sind Anwärter für mein neues Hobby. Ich wollte es dir nicht am Telefon sagen, aber ich werde mein Fashionhaus schließen und aufs Land ziehen. Oh, das heißt, Jacqueline hatte wohl doch recht. Jacqueline? Jacqueline hat niemals recht. Sie betrügt. Sie kopiert die Kollektion von richtigen Designern wie Millicent. Und dann investiert sie furchtbar viel Geld in die Werbung, nur damit die Presse sie liebt und keinem anderen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Oh, leider schenken sie mir Aufmerksamkeit. Und die Dinge, die sie sagen, sind ganz furchtbar. Ich sei ausgelutscht, altmodisch, ein Fossil. Ha! Nein, ich habe deine letzte Kollektion noch gesehen. Sie ist fantastisch. Das sieht meine Kundschaft wohl ganz anders. Und jetzt sei ehrlich. Wenn dein Publikum dich nicht mehr mögen würde, würdest du dann weitermachen? Hm? Nein. Nein, würde ich nicht. Genau. Siehst du, Alice, ich sagte dir doch, Barbie würde es verstehen. Was sind wir uns doch ähnlich, nicht wahr, Engelchen? Soll ich dir beim Packen helfen? Oh ja, gern. Ich mache euch einen Vorschlag. Du und Alice, ihr übernehmt das Studio. Ich kümmere mich um das Büro und im Handumdrehen sind wir bis Freitag hier raus. So, wer gibt mir einen kleinen Schubs in Richtung Büro? Oh, Tante Millicent? Mir geht's gut. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Immer noch ein wahrer Wirbelwind. Hotdogiteria. Wie bitte? Sagtest du gerade Hotdogiteria? Ja, Hotdogiteria. Millicent hat denen das Fashionhaus verkauft. Samstagmorgen schmeißen sie ihr alles raus und machen eine Würstchenbude daraus. Als Barbie und Alice das Studio betraten, wurde Barbie ganz warm ums Herz. Wow. Was ist denn? Na, dieses Studio. Damals war es voller Leben, voller Magie und heute ist es, Magie? Qu'est-ce que tu as dit? Hast du gerade Magie gesagt? Ja, klingt verrückt, oder? Das, was ich jetzt sage, ist echt kitschig, ich weiß, aber als Kind dachte ich immer, an diesem Ort können Träume wahr werden. Verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Ich muss dir sofort etwas zeigen. Komm schon. Auch Barbies Pudeldame Sequin hatte eine Beschäftigung gefunden. Sie jagte Tante Millicents Katze quer durch das ganze Haus bis in ein Spielzimmer hinein. Dort verlor Sequin schnell das Interesse, die Katze weiter zu jagen. Denn hier gab es so viel Spielzeug für Tiere. Besonders die Bälle hatten es ihr angetan. Aber das Spielzimmer hatte noch einen Bewohner, der durch den Lärm, den Sequin veranstaltete, aus seinem Schlaf gerissen wurde. Es war Jacques, Tante Millicents Hund. Was soll das? Bei dem Krach kann ja niemand schlafen. Doch als er Sequin sah, war es um ihn geschehen. Oh la la. Giuliana, die Katze, hatte dafür natürlich nicht das geringste Verständnis. Was? Du stehst doch nicht auf die da! Ich empfinde noch mehr, Giuliana.
Sieh sie dir nur an. Diese Energie, diese Joie de vivre. Eine Hündin wie sie erweckt in mir den Wunsch, wieder etwas zu entwerfen. Entwerfen? Was denn? Eine Kollektion Clownsanzüge? Ma chérie, Verzeihung, darf ich mich vorstellen? Ich bin Jacques Rousseau. Oder, wie du bald feststellen wirst, dein Schicksal. Hey, freut mich, dich kennenzulernen, Jacques. Ich bin Sequin. Ah, Sequin. Dieser Name passt zu der Schönheit seiner Trägerin, meiner neuen Muse. Deiner was? Meiner Muse, du wirst mich zu einer neuen Modellkollektion inspirieren. Sequin, Chérie, darf ich dich einkleiden? Du wirst der Stolz von ganz Paris. Du meinst, sie wird zur Lachnummer von ganz Paris? Sie hat doch überhaupt keine Ahnung von Stil. Denkst du das? Mein Frauchen ist Barbie und sie hat mir beigebracht, echten Stil hat man nur, wenn man sich selbst verwirklicht. Und das tue ich. Also, wenn dich mein Stil inspiriert, fühle ich mich geehrt, deine Muse zu sein. C'est parfait! Wir fangen gleich an. Komm, wir nehmen Maß. Alice führte Barbie auf den Dachboden, wo sie die Kollektionen von Tante Millicent aufbewahrte. Und auch einige eigene Entwürfe. Barbie war beeindruckt. Also, ich wollte es zuerst nicht sagen, denn ich dachte, du wärst wie Millicent und denkst, ich wäre verrückt. Aber als du gesagt hast, dass du an diesem Ort Magie spürst, naja. Oh, wusste ich's doch. Die Modejournalisten hier haben sie doch nicht mehr alle. Was? Was haben die bloß gegen Millicents Entwürfe? Ich meine, sieh dir doch nur mal dieses Kleid an. Das könnte auch aus der Vogue sein. Ist das wirklich dein Ernst? Auf jeden Fall, klar. Findest du nicht? Das ist ganz schwer zu sagen. Offen gestanden ist das kein Kleid von Millicent, sondern ich habe das entworfen. Oh, Alice! Ich wusste ja gar nicht, dass du auch designst. Ha, das tue ich auch gar nicht. Ich probiere hin und wieder das eine oder andere aus. Ha, hier ganz allein? Auf einem Dachboden? Ich liebe diesen Ort wegen seiner alten Geschichte und nicht zu vergessen der Magie. Mir ging es wie dir. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass dieser Ort etwas Besonderes ist. Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass in diesem Gebäude damals das allererste Fashionhaus von Paris war. Was, ehrlich? Ja! Und je mehr ich darüber las, desto mehr fand ich über die Magie heraus. Echte Magie. Kleine zauberhafte Kreaturen, die in einem uralten Kleiderschrank aussehen. Seit Jahrzehnten helfen sie Modeschöpfern. Sieh nur! Alice zeigte Barbie einen wunderschönen alten Kleiderschrank. Dann schlug sie ein Buch auf, in dem genau dieser Schrank abgebildet war. Oh, das könnte tatsächlich derselbe Kleiderschrank sein. Er ist es. Und ich kann es beweisen. Man muss noch zwei Dinge tun, um die Kreaturen herbeizurufen. Erstens, man muss einen Entwurf, der es wert ist, in den Schrank hängen. Oh, ich weiß nicht, ob er es wert ist, aber er ist alles, was ich habe. Barbie nahm das Kleid von Alice und hängte es in den Schrank. Zweitens, man muss den Zauberspruch aufsagen und, naja, ihrem Buch steht, dass der Zauberspruch auf eine Wand geschrieben sei. Also eine Inschrift auf der Wand ist ja hochinteressant. Genau dasselbe habe ich auch gedacht, aber ich habe keine Inschrift gefunden. Warte mal, Alice. Als ich die drei Musketiere gemacht habe, haben wir in einem uralten französischen Schloss gedreht. Da waren überall Geheimfächer und Geheimgänge. Vielleicht steht die Inschrift hier irgendwo geschrieben. Nur versteckt hinter einer geheimen Wand. Aber wo kann die sein? Barbie entdeckte an einer Wand einen uralten Kerzenhalter. Und als sie ihn gemeinsam auf den Kopf drehten, kam an der Wand eine Tafel mit einer Inschrift zum Vorschein. Alice, du hast die Inschrift gefunden! Un, deux, trois, et puis voilà. Dans ton cœur, t'as le pouvoir. Kaum hatten sie den Zauberspruch aufgesagt, bebte der ganze Schrank und ein helles, gleißendes Licht umhüllte ihn. Dann sprang die Tür des Schrankes auf und drei kleine Wesen schwebten heraus. Blitzerfeen, angetreten! Das ist unglaublich! Oh, die zauberhaften Kreaturen! Wo denn? Oh, sind das nette Kreaturen? Ich will für euch hoffen, dass ihr nicht uns gemeint habt, denn wir sind keine Kreaturen. Schein,
Schimmer und Glimmer. Seid ihr etwa Feen? Feen haben Flügel. Und was seht ihr? Keine Flügel. Wir sind Glitzerfeen. Wir verteilen Zauberglitzer. Wir sind Glitzerfeen der besonderen Art. Und jetzt dürft ihr im Glitterizer nachsehen. Damit meinten die kleinen Feen den Kleiderschrank. Barbie öffnete ihn und zum Vorschein kam ein unglaublich schönes, glitzerndes Kleid. Oh. Alice! Mein Kleid! Ach, du hast es also entworfen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Zusammenarbeiten? Oh, mein Entwurf war schlicht und unauffällig. Aber dank euch ist er jetzt wunderschön. Hey, lebt ihr im Glitterizer, solange man euch nicht ruft? Oh nein, wir leben nicht darin. Wir reisen darin. Überall auf der Welt gibt es Modedesigner, die unsere Hilfe brauchen. Ganz genau. Wir kommen, wenn man uns ruft. Und wenn uns gefällt, was wir sehen, treten Schimmer, Glimmer und Schein in Aktion. Ich bin noch in der Ausbildung. Hier in diesem Gebäude wurden wir zum Leben erweckt. Hier sind wir zu Hause. Hier ist die Quelle unserer Kräfte. Wartet. Wenn dieses Gebäude die Quelle eurer Kräfte ist, wäre es dann womöglich schlimm, wenn hier Samstag alles ausgeräumt werden würde, damit eine Würstchenbude daraus entsteht? Eine Würstchenbude? Du bist ja wirklich sehr witzig. Das ist doch ein Witz, oder? Hier kommt eine Otto-Gitiria rein. Ich weiß, das Wort klingt irgendwie witzig. Die Situation ist es nicht. Aber Schein, wenn hier kein Fashionhaus mehr drin ist, verlieren wir dann etwa unsere Kräfte? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Wer ist für diesen Saftladen verantwortlich und wo finde ich ihn? Das wäre Millicent und sie ist unten in ihrem Büro, aber... Wir kümmern uns drum. Glitzerfeen, angetreten. Wir werden dieser Millicent jetzt mal was husten. Zur gleichen Zeit saß Ken auf dem Flughafen von Pittsburgh fest. Aufgrund eines Unwetters war ein Abflug nicht möglich. Hinzu kam, dass ein nerviges Kind neben ihm saß und ständig Faxen machte. Eine romantische Aktion. Ich muss mir eine romantische Aktion überlegen. Oh, meine romantische Aktion fällt wegen Regen wohl aus. Ken nahm sein Handy und rief Theresa an. Ken, warte, fliegst du nicht gerade wohin? Schön wär's. Wir sitzen in Pittsburgh fest. Wir müssen das Flugzeug gleich verlassen. Keine Ahnung, wann wir wieder starten können. Nimmst du dir ein Hotel und wartest so lange? Hey, jetzt hör auf, ja? Nein, warten geht nicht. Romantische Aktion, schon vergessen? Ich muss unverzüglich nach Paris zu Barbie und mit ihr reden. Wie denn? Ich miet mir ein Auto. Du willst mit dem Auto nach Paris? Ich will nach Philadelphia. Bist du jetzt fertig? Der Flughafen in Philadelphia ist noch offen. Oh. Oh, warte, spar bitte dein Geld. Mein Cousin wohnt in der Nähe von Pittsburgh. Er ist ein Farmer. Und er ist echt super süß. Ich bin sicher, er fährt dich gern dorthin. Meinst du echt, das macht er? Hey, Ruhe jetzt. Okay, gib mir seine Nummer. Das hilft mir wirklich. Oh, du hast doch keine Allergie gegen Schinken. Nein, wieso? Ach, nur so. Ich schick dir seine Nummer als SMS. Danke, Theresa. Die drei Glitzerfeen flogen vom Dachboden ins Erdgeschoss und sausten auf die verdutzte Millicent zu. Wir müssen mit einer gewissen Millicent sprechen. Wir haben ein Hütchen mit ihnen zu rupfen. Was seid ihr denn nur für... Tante Millicent! Millicent! Schein, bitte lass es mich erklären, okay? Tante Millicent, ich weiß, das klingt jetzt verrückt, aber das sind Glitzerfeen. Glitzerfeen. Ohne Flügel. Wir verteilen... Glitzer! Das ist richtig. Und irre, aber sie sind real und machen aus einem Entwurf was ganz Besonderes. Sie haben den Entwurf von Alice verschönert. Oh, das ist ja der beste Entwurf, den ich seit langem gesehen habe. Alice hat das Kleid entworfen. Oh, was für ein raffinierter Schnitt. Und es glitzert so schön und funkelt. Mit ihren Kräften verschönern sie Kleider schon seit einer Ewigkeit. Oh, das ist sensationell. Was ihr mit diesem Kleid geschaffen habt, ist wunderbarer als alles, was ich je gesehen habe. Ja, nur kommt hier eine Würstchenbude rein, verpuffen unsere Kräfte. Für immer. Oh, so schade, dass ihr nicht schon vor 2 Jahren hier aufgetaucht seid. Jetzt wird das Fashionhaus geschlossen und ich kann nichts dagegen tun. Nichts dagegen tun? Ich habe das Gebäude bereits verkauft.
Vom Vertrag zurückzutreten würde mich ein Vermögen kosten. Ich müsste eine ganze Kollektion entwerfen und verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Könntest du das denn? Bis Freitagabend, Herzchen? Nein, keine Chance. Und selbst wenn ich könnte, meine Kleider will ja keiner mehr. Es würde sie niemand kaufen. Es tut mir leid, aber ich fürchte, ich kann euch Süßen nicht helfen. Wirklich, es tut mir aufrichtig leid. Wir sehen uns ja dann nachher. Also, war's das dann? Ab Samstag haben wir keine Kräfte mehr. Wir wollten euch wirklich helfen. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass ihr eure Kräfte verliert. Es ist nicht richtig. Plötzlich blieb eine Passantin draußen vor dem Geschäft stehen und starrte durch das Schaufenster auf das Kleid, das Barbie in der Hand hielt. Dann stürmte sie regelrecht in den Laden. Oh, dieses Kleid! Ich habe noch nie etwas Bezauberndes gesehen. Oh, aber natürlich nicht. Es ist ja auch ein absolut wertvolles, exklusives Unikat von Mademoiselle Alice. Millicents neuer Top-Designerin. Und Sie sind die Erste, die es sieht. Aber nicht mehr lange. Oh, darf ich es anziehen? Na, selbstverständlich. Die Kundin schlüpfte in das Kleid und war begeistert. Oh la la, ich muss dieses Kleid haben. Wie viel? Schwierige Entscheidung. Es ist ja ein wertvolles Einzelstück. Aber es steht Ihnen wirklich ausgezeichnet. Deshalb, wie wäre das? Barbie schrieb einen Preis auf einen Block und hielt ihn der Dame hin. Ist das Ihr Ernst? Ja. Oh, ein Schnäppchen und gekauft. Ich brauche keine Tüte. Ich lasse es auf jeden Fall auf dem Nachhauseweg an, damit jeder in der Stadt mich sehen kann. Die Frau bezahlte und rauschte stolz davon. Ich weiß, Wahnsinn, Alice. Stell dir mal vor, wir hätten eine ganze Kollektion solcher Kleider. Dann könnten... Oh, Alice, Brainstorming! Tante Millicent sagt, sie könnte bis Freitag keine Kollektion entwerfen und verkaufen. Aber du schon! Hey, das klingt nach einem Plan. Und Freitagabend veranstalten wir eine große Modenschau und führen die Kleider vor. Und wir verdienen genug Geld, um Millicent zu retten und unsere Kräfte. Glaubt, ich bin keine Designerin. Ich habe ein Kleid genäht. Aber die drei können eine Kollektion entwerfen. Mit der Zauberei oder so. Oder nicht? Nein, vergiss es, Schwester. Wir können Entwürfe nur verschönern. Und auch nur, wenn sie uns inspirieren. Oh, aber was machen wir, wenn meine Entwürfe euch nicht inspirieren? Hier wird nicht negativ gedacht. Du schaffst das. Wir stellen den Glitterizer ins Studio. Und dann gibt es kreativen Input ohne Ende. Wir fahren zusammen durch die Stadt. Alice, ich will alle deine Lieblingsplätze sehen. Die werden dich so inspirieren, dass du kreativ sein kannst. Und das funktionierte auch. Alice ließ sich inspirieren. Sie entwarf ein Kleid nach dem anderen. Dann kamen sie in den Zauberschrank und den Rest erledigten dann die drei Glitzerfeen. Ken wurde inzwischen von Theresas Cousin abgeholt. Er war so nett und fuhr ihn zum nächsten Bahnhof. Allerdings saß neben Ken auf dem Beifahrersitz auch noch ein Schwein. Also, Sie sind Farmer. Ich bin Schweinezüchter. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, Suki ist wie mein Haustier. Sie muss überall mit dabei sein. Außerdem liebt sie Autofahren. Oh ja, das sieht man. Wir bringen sie nach Harrisburg. Von dort aus fährt ein Zug nach Philly. Das wäre großartig, echt. Vielen Dank. Verzeihung, ihr Schwein versucht meine Jacke aufzufressen. Eine Jeansjacke ist für die Kaugummi. Da hat sie was zu kauen. Sag danke, Suki. Schmatzi, schmatzi. Mua, mua, mua. Alice und Barbie hatten eine ganze Kollektion zusammengestellt, natürlich mit Hilfe der drei Glitzerfeen. Als Millicent zurück ins Geschäft kam, war sie überwältigt. Diese Kleider! Alice, sind die von dir? Oh, naja, die Glitzerfeen haben sie erst zu etwas Besonderem gemacht. Aber die Originalentwürfe sind von Alice. Finden Sie sie gut? Ich liebe sie! Oh, ich hatte ja keine Ahnung, dass du so talentiert bist. Mit diesen Entwürfen nimmt dich jedes Fashionhaus in Paris. Wieso nicht Millicent? Barbie? Ach, Tante Millicent, komm schon.
Wir wissen, dass wir eigentlich zusammenpacken sollten, aber wir sind nicht bereit, Millicents und die Glitzerfeen aufzugeben. Du hast doch gesagt, eine super tolle Kollektion könnte möglicherweise dieses Fashionhaus retten. Habe ich recht, Tante Millicent? Oh, ich fasse es nicht. Das sind Zeichnungen von meiner allerersten Modekollektion. Sie inspirieren mich, so wie Ihre ganze Arbeit. Es inspiriert Sie hammermäßig. Du glaubst ja nicht, wie viele Ideen in Ihrem Kopf stecken. Sie hat so viele Ideen, die reichen locker, um Freitagabend hier eine Modenschau aufzuziehen. Wenn wir dürfen, Tante Millicent. Und wenn Sie mit uns zusammenarbeiten würden, dann wäre mir das eine Ehre. Oh, Alice, mir wäre es eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist der Ruf eines Fossils, das dir hilft. Veranstaltet nur eure Modenschau hier, nur seid nicht allzu enttäuscht, wenn es nicht so läuft, wie ihr es euch erhofft habt. Also, wie wär's? Macht ihr eine kleine Pause und leistet mir Gesellschaft beim Essen? Ja klar, ich bin schon am Verhungern. Ja, das wäre schön. So, kleines Fräulein, du hast mir noch gar nichts von dir erzählt. Wie geht es deinem Freund, Cam? Über den möchte ich jetzt lieber nichts erzählen. Bei den Tieren ging es auch um nichts anderes als um die Mode. Der Hund Jacques hatte seine Entwürfe fertiggestellt und wollte sie der Katze Giuliana vorführen. Das Model war selbstverständlich Sequin. Es gab laute Stimmen, die sagten, non, Jacques Rousseau könne sich nicht selbst übertrumpfen. Seine Arbeit war zu brillant, zu weltbewegend, zu... Zu viel Gequatsche! Fang endlich an! Voilà! Dieses Outfit sprüht nur so voller Leben. Ganz wie die Muse. In diesem Moment kamen Barbie und Alice herein. Wow, Sequin! Jacques, hast du das geschneidert? Millicent hat Jacques schon seit er ein Welpe war. Er weiß genauso viel über Modedesign wie sie. Oh, brillante Blitzidee. Wie wär's mit einer Hundemodelinie? Barbie lief zum Zauberschrank und riss die Tür auf. Schimmer, Schein, Glimmer! Hey, musst du wirklich so rumschreien? Glitzerfeen brauchen ihren Schönheitsschlaf. Kommt schon, seht euch das an. Oh, so ein niedliches Outfit. Glitzerfeen, darf ich vorstellen, die unerhört wunderhübsche Sequin. Der titanisch talentierte Jacques und Giuliana. Nur Giuliana? Das ist doch mal ein pudeliges, sexy Hündchen. Und, fühlt sich noch jemand inspiriert? Darauf kannst du wetten. Schein! Schimmer! Und jetzt kommt Glimmer! Gute Arbeit, Glimmer. Das war wirklich schon echt gut. Das war ein großer Schritt nach vorn. Ich konnte fühlen, dass gleich was passiert. Du bist so wunderschön, Cherie. Du bist erfüllt von wildem, abenteuerlustigem, kalifornischen Charme. Oh, du inspirierst mich wie vorher keine andere. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ein bisschen. Vielleicht kann man Stil haben und trotzdem, naja, so sein wie du. Das war ein Kompliment durch die Hintertür, aber okay. Sequin, du siehst echt großartig aus. Jetzt müssen wir zwei Designer bei der Modenschau ansagen. Ja, und das Einzige, was wir tun müssen, ist schon für morgen eine komplette Kollektion entwerfen. Aber es ist absolut zu schaffen. Denk einfach nicht an das große Ganze. Ich kenne das, oft kriege ich ein fettes Drehbuch, das ich über Nacht lernen soll. Und ich schaffe es zu lernen, wenn ich Zeile für Zeile in Angriff nehme. Das ist alles. Genau so machst du es auch. So, ich dekoriere damit das Fenster. Dann hänge ich mich ins Internet und verbreite die Neuigkeit. Es werden haufenweise Leute kommen, das weiß ich. Jacqueline vom Fashionhaus gegenüber beobachtete Barbie dabei, wie sie das Fenster dekorierte. Hundemode? Oh, ehrlich? An einem kleinen Intchen-Modell? Oh, das will ich auch sehen. Das Modell ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass die Idee clever ist. Also kopieren, Delfin. Oh, okidoki. Aber wie schaffen wir es, dass unsere Linie auch so funkelt und glitzert? Ich habe keine Ahnung, Delfin. Es ergibt keinen Sinn. Millicent schließt. Sie hat keine Designer mehr, aber neue Kleider im Schaufenster. Und die sind auch noch umwerfend. So schöne habe ich noch nie gesehen. C'est impossible. Delphine nahm ein Fernglas, um mehr Einzelheiten zu erkennen.
Das ist ja witzig. Ich sehe auch was, was ich noch nie gesehen habe. Ich sehe unglaublich winzige kleine Models, die auf kleinen Glitzerteilchen durch die Luft fliegen. Was? Wo? Jacqueline riss Delphine das Fernglas aus der Hand. Das ist ja incroyable. Was sind das für kleine Dinger? Sie müssen für die neue Modelinie bei Millicent verantwortlich sein. Und das bedeutet, ich muss sie in meine Gewalt bringen. Jetzt legen wir uns auf die Lauer und warten auf den richtigen Moment. Jacqueline und Delphine beobachteten Barbie und Alice, bis die zwei das Geschäft verließen, um neuen Stoff zu kaufen. Dann schlichen sie sich rüber und entführten einfach die Glitzerfeen. In einem Kellerraum in ihrem Fashionhaus steckte Jacqueline die drei dann in einen Vogelkäfig. Verschwindet, ihr Glitzerfeenentführer! Ihr habt ja wohl keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt! ihr kleine Dicker seid ja so süß! Hast du süß gesagt? Die Tür ist fest verschlossen. Irgendwann lasse ich euch schon wieder raus, aber vorher müsst ihr mir helfen. Aha! Du forderst wohl Lösegeld, was? Wie hoch ist dein Preis? Ich will gar nicht viel. Ihr verschönert meine Entwürfe genauso wie die von Millicent. Oh, Delphine, hol schnell eins meiner neuesten Entwürfe. Jacqueline, wir haben aber doch gar nichts Neues. Da Millicent nichts entworfen hat, konnten wir ja nichts kopieren. Oh, schnappt ihr einfach irgendwas, die verschönern es schon. Aber mit den Modellen, die Delphine anschleppte, konnten die drei Glitzerfeen nun so gar nichts anfangen. Bei mir tut sich gar nichts. Bei dir? Hey, kommt doch einfach morgen bei der Modenschau von Alice vorbei. Ich sage euch, ihre Entwürfe sind ganz toll. Excusez-moi, ich habe keine Zeit, rüber zu einer Modenschau zu gehen, weil ich meine eigene Modenschau ihr veranstalte. Und zwar mit der gesamten Modepresse von Paris. Und jetzt zaubert endlich Schluss. Ich sag dir, wie es aussieht. Wir sind nicht inspiriert von diesen Kleidern. Wenn wir jetzt loszaubern würden, könnte niemand vorhersehen, was passiert. Vermutlich eine Katastrophe. Ihr wollt Zeit schinden? Nein, wollen wir nicht. Sie sagt die Wahrheit. Wenn wir jetzt zaubern würden, ginge alles schief. Delphine, besprüh sie. Oh nein, billiges Parfum, Leute. Okay. Wir zaubern. Aber denkt dran, wir haben euch gewarnt. Nein! Das Ergebnis war durchaus erstaunlich. Aus ein paar uninteressanten Exemplaren zauberten die drei wunderschöne Kleider. Jacqueline war zufrieden. Ich wusste, ihr wolltet nur Zeit schinden. Jetzt sind meine Kleider wunderschön. Ja, sie mögen jetzt wunderschön sein, aber ich sag dir, der Zauber hält nicht lange. Bla bla bla, Lügen, Lügen, Lügen. Diese Kleider sind perfekt. Genauso wie all meine anderen Kleider in Zukunft sein werden. Und das verdanke ich nur euch, Zauberäschen. Komm mit, Delphine. Oh, ihr kleinen, süßen, niedlichen Dinger. Delphine, komm jetzt. Bin unterwegs. Der Zauber hält nicht lange. Das heißt, wir müssen sofort hier raus, bevor das diese Pseudo-Designer mitkriegen. Als Barbie und Alice mit den neuen Stoffen zurückkamen, riefen sie nach den Glitzerfeen. Schein! Schimmer! Glimmer! Wir sind wieder da! Ihr werdet bestimmt begeistert von den neuen Stoffen sein. Vielleicht sind sie oben auf dem Dachboden. Ich gehe sofort nachsehen. Sequin, Jack, Giuliana. Habt ihr vielleicht die Glitzerfeen gesehen? Merkwürdig. Auf dem Dachboden sind sie auch nicht. Sie sind verschwunden. Sie verschwinden doch nicht einfach. Immerhin versuchen wir, sie zu retten. Sie würden uns nicht im Stich lassen. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Tante Millicent kam aus ihrer Wohnung. Ihr Blick fiel sofort auf die neuen Modelle. Alice, hast du etwa heute diese beiden entzückenden Kleider geschneidert? Ich will kein Spielverderber sein, aber ich glaube nicht, dass eure Anstrengungen ausreichen, das Fashionhaus und die Glitzerfeen zu retten. Ich muss es trotzdem versuchen. Die Entwürfe sind nicht gut und sie benötigen die Hilfe von Glitzerfeen, die weg sind. Also in mir stecken zwar keine Glitzerkräfte, aber
Vielleicht kann ich euch ja helfen. Sie? Sie wollen uns bei der Modenschau helfen? Wirklich? Aber gestern sagtest du doch... Ich weiß, was ich gesagt habe und ich meinte es auch so. Meine letzte Kollektion wurde von den Kritikern vernichtet. Aber ich liebe es, Mode zu entwerfen. Außerdem bist du eine wahre Inspiration für mich. Ich hab sie... Du bist mutig genug, deiner Leidenschaft zu folgen, egal was die Leute vielleicht sagen werden. Das nenne ich wahren Stil. Und ich habe von mir immer behauptet, ich wäre auch eine Frau mit Stil. Oh ja, Sie sind meine Inspiration. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dann wird ein Traum für mich wahr. Oh, dann ist das jetzt beschlossene Sache. Wann genau ist denn morgen die Modenschau? 20 Uhr. Perfekt. Wer fühlt sich der Herausforderung gewachsen? Ich natürlich. Und ich auch. Oh, dann legen wir jetzt los. Und so wurde bis spät in die Nacht gearbeitet. So lange, bis alle vor Erschöpfung einschliefen. Mitten in der Nacht wurde Sequin von einem Feuerwerk geweckt. Aber sie erkannte schnell, dass das kein normales Feuerwerk war, sondern ein gewaltiges Leuchten, das von den drei Glitzerfeen ausging. Sequin begriff sofort, dass dieses Leuchten ein Hilferuf war. Sie weckte Jacques und Giuliana. Dann rannten sie dem Leuchten nach, das sie zu dem Keller führte. Giuliana zwängte sich durch das enge Fenster. Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, ich hab Angst. Giuliana! Bonsoir, mes amis. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Giuliana fuhr eine ihrer Krallen aus und knackte das Schloss. Die Glitzerfeen waren frei. Ja! Du bist schön, hast Verstand und Muckis. Also das nenne ich stylisch. Endlich war auch Ken in Paris gelandet. Gleich nach dem Auschecken suchte er sich ein Taxi. Ja! Ich hab's geschafft! Ich bin in Paris! Taxi! Bitte bringen Sie mich zu Millicents Fashion House. C'est parti! Barbie war die Erste, die am Morgen aufwachte. Und als sie in die Galerie hinuntersah, verschlug es ihr fast die Sprache. Alles, was für eine Modenschau nötig und wichtig war, war bereits geschmückt und aufgebaut. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Alice! Tante Millicent! Barbie, geht es dir gut? Ob es mir gut geht? Das da unten ist der absolute Hammer! Seht nur! Aber wie? Schein, Schimmer und Glimmer sind stets zu Diensten, Mann. Ihr seid wieder da. Rein technisch gesehen sind wir nicht weggegangen. Wir wurden Glitzer genappt. Aber wenn ihr wieder da seid... Alice ging zum Zauberschrank und öffnete ihn. Ein ganzes Sortiment von wunderschönen Kleidern hing im Schrank. Ja, wir können unsere Modenschau heute Abend veranstalten. Wow, du bist immer schnell mit voreiligen Schlüssen, ha? Wir mussten nicht zaubern, die Entwürfe waren perfekt. Wir haben sie nur ein wenig aufgeglitzert. Wir haben einfach für den Rest gesorgt. Es ist einfach überwältigend, voll krass. Na, dem stimme ich zu. Ich schwöre euch, wir werden Millicents und die Glitzerfeen retten. Hoffentlich kommt auch das Publikum. Tante Millicent hatte zur Modenschau auch den Käufer ihres Hauses eingeladen, der in einem Hotdog-Kostüm erschien. Sie hatten bereits darüber gesprochen, dass Millicent das Haus von ihm zurückkaufen wollte. Monsieur, wie schön, Sie zu sehen. Sie glauben, Sie könnten heute genug Geld verdienen, um dieses Gebäude zurückzukaufen? Sie haben mir Ihren Preis genannt. Ich werde alles versuchen. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Ohne Glück geht's heute nicht. Die Zeit verging, aber niemand kam. Noch keiner da, außer dem Hotdog-Knaben. Ja, und für einen Mann im Hotdog-Kostüm sieht er ganz schön ernst aus. Viel zu ernst. Er kann es kaum erwarten, dass wir dicht machen. Ich verstehe das nicht. Wo bleiben denn alle? Unsere Website ist klasse. Und ich hab's überall verlinkt. Eigentlich müssten sich hier alle um die Stühle prügeln. Ach, sie werden schon kommen. Ich habe Vertrauen. Das habe ich von euch gelernt. Wir warten einfach geduldig. Bei Jacqueline allerdings füllte sich das Haus. Sogar die Prominenz war vertreten. Das wird
die Show meines Lebens, Delphine. Sogar Liliana Roxel ist hier. Die berühmteste Modekritikerin von Paris. Wenn sie erstmal meine Kollektion gesehen hat, dann werde ich die unschlagbare Top-Designerin von Paris sein. Wünsch mir Glück. Ist gut. Viel Glück. Oh, ich brauche doch kein Glück. Ich habe Talent. Talent dafür, alles zu kriegen, was ich will. Jacqueline begrüßte nun ihre Gäste. Merci. Mesdames et Messieurs. Wie Sie sicher alle wissen, war ich lange der Stolz von Paris. Aber diese Kollektion ist der Höhepunkt meiner Karriere. Ich nenne sie gerechte Belohnung. Aber als die Models auf den Laufsteg kamen, fingen die Kleider plötzlich zu qualmen an. Delphine wollte Jacqueline darauf aufmerksam machen. Jacqueline! No, nicht jetzt, Delphine. Aber Jacqueline! Delphine, ich sauge gerade den süßen Duft meines Erfolgs auf. Wieso riecht der süße Duft meines Erfolgs wie ungewaschene Socken? Der ungeheure Gestank vertrieb das Publikum und auch die Modekritikerin. Jacqueline war verzweifelt. No! Warten Sie, das ist nicht meine Schuld. Mon hat mich reingelegt. Bleiben Sie bitte. Diese Show sollte mein Meisterwerk werden. Meine gerechte Belohnung. Millicents Fashion House erstrahlte in einem unglaublichen Glitzerlicht. Ganz klar, dass dafür die Glitzerfeen verantwortlich waren. Die Menschen wurden förmlich davon angezogen. Natürlich auch Madame Roxel. Schon nach wenigen Minuten gab es keinen freien Platz mehr. Barbie war begeistert. Ja, wer sagt's denn? Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ist Liliana Roxel. Sie ist hier. Wirklich? Wo denn? Wir lieben Liliana. Sieht so aus, als wären wirklich alle wichtigen Menschen aus Paris hier. Bist du nervös? Ach, nur so nervös, dass ich kaum noch Luft kriege. Ja, mir geht's auch so. Ihnen auch? Aber Sie haben doch so viel Erfahrung. Ja, schon. Aber das war, bevor alle sagten, ich wäre aus der Mode gekommen. Was ist nur, wenn wir versagen, Alice? Das werdet ihr nicht. Kapiert ihr es denn nicht? Ihr seid bereits erfolgreich. Aber wieso? Ach, Barbie. Das stimmt. Ich weiß genau, wie schwer es ist, an sich selbst zu glauben, wenn sich die ganze Welt gegen einen verschworen hat. Aber das ist nicht das Problem, oder? Ihr habt geglaubt. Und seht euch nur die Ergebnisse an. Sie sind zauberhaft. Oh ja, das sind sie allerdings. Dann wollen wir den Leuten da unten mal einheizen. Tante Millicent betrat den Laufsteg und begrüßte ihre Gäste. Danke, danke, vielen Dank. Millicent präsentiert Ihnen heute eine ganz besondere Kollektion. Sie ist der Beweis, dass wir unserer Leidenschaft treu geblieben sind. Wir nennen sie Modezauber in Paris. Die Modenschau wurde zu einem unglaublichen Erfolg. Natürlich lag es auch daran, dass Barbie die Kollektion vorführte. Aber der größte Teil des Erfolges lag bei den Glitzerfeen. Sogar Sequin, Giuliana und Jacques hatten ihren großen Auftritt. Das Publikum und besonders Madame Roxel applaudierten frenetisch. Als die Modenschau gerade beendet war, stürmte Ken herein. Barbie, ich würde niemals mit dir Schluss machen. Ich hab's auch nicht. Das war alles nur ein großes Missverständnis, versprochen. In dem Moment, wo ich wusste, was passiert war, wollte ich zu dir, um mit dir zu reden. Aber du warst schon weg und... Erst jetzt bemerkte Ken, dass er auf dem Laufsteg stand und das ganze Publikum ihm gespannt zuhörte. Ist wohl ein schlechtes Timing, oder? Nein, dein Timing ist total perfekt, Ken. Und dass du mir nach Paris gefolgt bist, ist die absolut romantischste Aktion aller Zeiten. Das war mein Plan, weißt du? Eine große romantische Aktion, die dir beweisen soll, dass ich dich liebe. Und das tue ich wirklich. Ich liebe dich auch. Barbie und Ken küssten sich und das Publikum applaudierte. Doch dann wurde die romantische Stimmung durch geschäftliche Sachlichkeit unterbrochen.
Romantik ist ja eine schöne Sache, aber wenn ich nicht gleich einen Haufen Geld kriege, müssen Sie trotzdem morgen hier raus. Also her mit der Kohle. Eine Frau drängte nach vorn zum Laufsteg. Eine fantastische Show. Ich möchte hiermit augenblicklich 10.000 Kleider ordern. 10.000? Habe ich das richtig gehört? Aus dieser Kollektion? Unserer Kollektion? Na, absolut. Wenn Sie wollen, stelle ich sofort den Scheck aus. Das wäre sehr freundlich. Bitte stellen Sie den Scheck auf das Riesenwürstchen da aus. Das war's, wir haben's geschafft. Millicents und die Kräfte der Glitzerfeen sind gerettet. Ist das nicht toll? Und Wunder geschehen, wenn man nur an sich glaubt. Jetzt äußerte sich auch die berühmte Modekritikerin. Ich war noch nie so beeindruckt von einer neuen Kollektion. Es war zauberhaft. Haben Sie nicht alle Lust, noch mit auf meine Schwarz-Weiß- und Pink-Party zu kommen? Danke für die Einladung. Ich schicke Ihnen einen Fahrer vorbei. Auch Jacqueline und Delphine wollten ihre Glückwünsche loswerden. Sie hatten sich die Show natürlich auch angesehen. Ihre Show war fantastisch. Aber Sie haben damit nichts zu tun. Oui, das ist wahr. Und wir, ich möchte mich entschuldigen. Dank Ihrer Kollektion weiß ich jetzt wieder, was Leidenschaft bedeutet. Und hätte ich mich nicht so unmöglich verhalten, dann hätte ich noch viel früher etwas von Ihnen lernen können. Jacqueline, warten Sie doch. Wir akzeptieren Ihre Entschuldigung. Ihre Entwürfe waren zwar kopiert, aber Sie haben dennoch Talent. Vielleicht können wir ja irgendwann einmal zusammenarbeiten. Merci, 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 merci beaucoup. Die Glitzerfee Glimmer hatte noch eine Überraschung parat. Als die Limousinen vorfuhren, verwandelte sie die Autos in zwei herrlich glänzende Kutschen mit weißen Pferden davor. Glimmer, das war unglaublich! Glimmer, ist dir eigentlich klar, was du da tust? Du hast Zauberkraft, die Dinge in etwas Neues verwandelt. Oh. Du bist eine Designerin. Eine Designerin? Ich bin eine Designerin? Ich bin eine Designerin! Na los, eure für euch designten Kutschen warten auf euch. Gerade als die Kutschen anfuhren, hörte Barbie eine Stimme, die ihr bekannt vorkam. Es war ihr Produzent Spencer, der atemlos hinter ihrer Kutsche herlief. Barbie! Barbie! Den Stern des Hollywood Boulevard sei Dank, ich hab dich gefunden! Spencer? Woher weißt du denn, dass ich in Paris bin? Ich hab deinen Link für die Modenschau im Internet gesehen und dann bin ich so schnell wie ich konnte hergeflogen. Barbie, das Studio will dich zurück. Sie würden dir gerne einen Film anbieten, bei dem du Regie führen sollst. Und? Wirst du es dir überlegen? Ich werde es mir überlegen. Aber zuerst müssen wir alle noch auf eine Party. Barbie, du bist zauberhaft! Und so ist es auch wirklich. Wunder geschehen, wenn man nur an sich glaubt. Yeah.
Anfang. Ich komm mir vor wie in einem Märchen. So wunderschön, dass es jede Vorstellung